Hi, ich bin's wieder, Mia. Also das Thema mit der Stromrechnung hat mir irgendwie so gar keine Ruhe gelassen. Meine Rechnung fand ich immer noch zu hoch. Deswegen habe ich das geprüft. Und wie ihr das auch machen könnt, zeige ich euch jetzt. Ach ja, und abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Jetzt aber los. Also, diese Rechnung habe ich bekommen. Die war zwar, nachdem ich den Zählerstand abgelesen und abgegeben hatte, deutlich niedriger, aber ich dachte, das muss doch noch weniger werden. Und dann habe ich nochmal beim Energieversorger angerufen. Da war wieder dieser sympathische Typ am Telefon. Ich habe dann gefragt, ob ich einen anderen Tarif bräuchte oder so. Was ist mit euch? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal nach einem günstigeren Tarif gefragt habt. Der junge Mann am Telefon hatte echt wahnsinnig gute Tipps. Zuerst hat er mir gesagt, dass es auch einen günstigeren Tarif gibt. Und dann erzählte er noch, und das fand ich viel interessanter, dass jeder an ganz vielen Stellen auch Strom sparen kann. Ganz viel Einsparungspotenzial gibt es bei den elektrischen Geräten. Ich habe ihm dann verraten, dass ich die alte Waschmaschine von meiner Oma geschenkt bekommen habe und den ollen Kühlschrank meiner Eltern aus dem Partykeller. Die Geräte, die Sie von Ihrer Oma und Ihren Eltern bekommen haben, scheinen sehr alt zu sein. Und solch alte Geräte sind manchmal richtige Energiefresser. Grundsätzlich macht es immer Sinn, bei einem alten Gerät zu prüfen, wie hoch der Verbrauch ist. Beim Kauf von neuen Geräten sollte man immer auf die Energieeffizienzklasse achten und auf den angegebenen Verbrauch. Da habe ich ihn gefragt, wie ich das denn machen soll. Ich habe eben nicht so viel Geld als Studentin. Oder ob er mir vielleicht neue Geräte schenken möchte. Also da war ich mir ganz sicher, dass er doch ein bisschen lachen musste. Aber jetzt mal im Ernst. Ich bin natürlich voll dankbar, dass ich die Geräte von meiner Oma und meinen Eltern haben durfte. Aber danach bin ich erstmal durch meine Wohnung gegangen und habe nach alten Geräten und Energiefressern gesucht. Die Taschenlampe hat mir nicht bei der Suche geholfen. Was aber wirklich geholfen hat, ist ein Strommessgerät. Den Link zu einem solchen Messgerät findet ihr in der Beschreibung. Damit habe ich ganz einfach den Verbrauch meiner Geräte gemessen. Und siehe da, der alte Kühlschrank verbraucht so viel Strom, dass sich eine Neuanschaffung auf jeden Fall lohnt. Mein nächster Geburtstagswunsch steht schon mal fest. Mein Tipp für euch: Wenn ihr gerade knapp bei Kasse seid oder euch keine neuen Geräte leisten könnt, dann helfen oft kleine Änderungen oder Energiespartipps. Zum Beispiel Energiesparlampen nutzen, energieeffiziente Wasserkocher und was euch sonst noch einfällt. Mir fiel dann wieder ein, dass mein Energieversorger eine Seite mit genau solchen Tipps hat. Den Link habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Sagt mal, wie ist das bei euch? Was verbraucht bei euch den meisten Strom? Habt ihr auch solche Energiefresser? Schreibt mir das mal hier unten in die Kommentare. Und sagt mir Bescheid, was euch zum Thema Energie noch interessiert. Und abonniert mich. Bis dann, ciao, eure Mia.